Wie weit darf Mutterliebe gehen, wenn alle Tabus zerbrochen wurden? Reift das Verlangen nach kaltem Fleisch heran, wie eine faule Frucht. Erstmalig alle Leichenschänderbände in einem Buchdeckel vereint. Als die Polizei die Wohnung aufbricht, finden sie einen völlig verstörten und verwahrlosten Neunjährigen. Daneben liegt der Leichnam seiner Mutter. Doch sie ahnen nicht, welche abscheuliche Szenen sich in der Vergangenheit abgespielt haben. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das mir richtig gut gefallen hat. Und zwar ist die Rede von der Gesamtausgabe von Kaltfleisch von Thomas Reich. Erschienen ist das Ganze als Self-Publishing-Buch bei Create Space, hat 336 Seiten, kostet in der mir vorliegenden Ausgabe 18,99 € und 9,99 € als E-Book. In der ja mir vorliegenden Gesamtausgabe, die Bücher gibt es auch einzeln, sind alle vier Teile der Kaltfleisch-Reihe um den ja lieben netten Jens enthalten. Und zwar sind das die Teile Teil 1 faule Begierden, Teil 2 vergorene Liebe, Teil 3 knackige Knochen und Teil 4 sinnliche Särge. Im Intro selber habe ich euch nur den Inhalt zu dem ersten der vier Teile vorgelesen. Ich möchte da einfach nichts vorweggreifen, deswegen hat es da nur den Inhalt vom ersten Teil oder den Klappentext zum ersten Teil gegeben. Und ja, im Rest, in den anderen vier Teilen, wer den ersten vielleicht kennt, geht es auch eben um Jens, um den es im ersten Teil geht. Thomas Reich präsentiert uns in seiner Kaltfleisch-Gesamtausgabe eine abgrundtief böse und makabere Sammlung an Geschichten rund um ein ja sehr grenzwertiges Thema, und zwar Nekrophilie. Und meiner Meinung nach war dieses Buch wirklich eine richtig harte Kost. Von Anfang an wird dem Leser eigentlich nichts erspart. Nach dem ersten Teil oder dem zweiten Teil habe ich gedacht, gut, jetzt hat Thomas ein Level erreicht, das man nicht toppen kann. Aber nein, es steigert sich wirklich bis zum vierten Teil, in dem er so richtig nochmal auftritt. Und so makaber es wirklich klingt bei der Thematik, ich habe mich teilweise wirklich köstlich amüsieren müssen. Das ist auch unter anderem dem Schreibstil des Autors geschuldet. Ich fand ja den ersten Teil oder so die ersten 20, 30 Seiten ein bisschen holprig. Danach habe ich mich an seinen Stil und auch an seinen wirklich abgrundtief bösen schwarzen Humor gut gewöhnt. Und mittlerweile, ja nach den vier Teilen der Kaltfleisch-Gesamtausgabe, finde ich den wirklich megamäßig. Bei der Thematik stand meiner Meinung nach definitiv der Ekelfaktor im Vordergrund. Es sollte schockieren, es sollte die Leute anekeln, es zu lesen. Man soll sich wirklich so richtig, richtig ekeln beim Lesen. Das hat Thomas hier sehr, sehr gut geschafft. Und von der Intensität her des Ekelfaktors und des Angewidertseins geht es meiner Meinung nach definitiv in die Richtung von Das Schwein oder Der Teratologe von Edward Lee, beziehungsweise, ja, ich würde sagen, es steht mit den beiden Büchern definitiv auf einem Level. Auch dieses Buch hat eine kleine Reise zum Autor unternommen. Er übermittelt mir hier liebe Grüße von Jens und seiner Mutti. Ich hoffe, ich muss die beiden nie besuchen. Und ja, hat mich super gefreut. Auch Thomas ist als deutscher Self-Publishing-Autor ein richtig netter Kerl. Ich werde definitiv weitere Werke von ihm lesen. War nicht das letzte Buch, das ich von ihm gelesen habe. Mir hat es richtig gut gefallen. Von mir erhält die Gesamtausgabe Kaltfleisch von Thomas Reich 8 von 10 Punkten. Mir hat es richtig gut gefallen. Und ja, wie gesagt, das war das Erstlingswerk von dem Autor für mich. Ich habe da gleich zu, ich glaube, eines der ja bekanntesten von ihm gegriffen. Und mal schauen, welchen ich mich als nächstes widmen werde.
So viel von meiner Seite zur Kaltfleisch-Gesamtausgabe. Wenn ihr es schon gelesen habt, lasst mir mal eure Meinung zu dem Buch da, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr schon mehr Bücher von Thomas Reich gelesen habt, könnt ihr mir mal gerne einen Tipp geben, zu welchem Buch ich vielleicht als nächstes von ihm greifen kann. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.